Mein Name ist Nico der Profi und ich zeige euch heute, wie ihr in Ark 1 Bino zähmen könnt und das ganz leicht. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, aber Zoraxo hat mich darauf hingewiesen, dass es noch ein bisschen leichter geht als in dem Video. Und mit diesem Video bringen wir so ein bisschen die Randomness raus und ihr könnt damit safe zu 100% ein Spino zähmen. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, wenn euch das gefällt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten fangen wir jetzt an. So, wie immer fangen wir mit dem an, was wir heute brauchen. Wir bauen wieder ein Gehege, ähnlich wie schon bei der Griffin-Zähmung. Dafür brauchen wir heute Folgendes. Wir brauchen 18 Steinwände, ganz wichtig, dass die aus Stein sind. Holz macht der Spino locker easy kaputt. Wir brauchen 9 Rampen, 18 kleine Pillar und 15 Fundamente. Außerdem brauchen wir eine Flinte, die dazugehörige Munition, Narkosemittel und Argentaris Kibbel, Matten, Prime Meat, Fleisch. Was auch immer ihr nehmen wollt, ich würde euch empfehlen, Kibbel zu nehmen oder Matten oder Prime Meat. Damit seid ihr auf jeden Fall auf einer guten Spur. Und bevor ich es vergesse, natürlich solltet ihr auch den Sattel schon mal mitnehmen, dann bekommt ihr den Spino auf jeden Fall um einiges leichter nach Hause. So wie eigentlich auch immer fliegen wir erstmal zu dem Ort, wo wir Spinos finden können. Und da gibt es auf Ragnarok eigentlich nur so einen Ort. Ich habe euch da auch schon ein Video zu gemacht, wo ihr die finden könnt. Oben im i verlinkt. So, wir befinden uns im Canyon auf Ragnarok. Und zwar ist das hier der Hotspot Nummer 1 für Spinos. Hier sind einfach immer welche und auch zuhaufe. Das heißt, wenn ihr hier auf Ragnarok einen sucht, kommt hierher. Hier habt ihr auf jeden Fall die Chance, einen zu finden. Nicht nur die Chance, die Garantie, würde ich schon fast sagen. Ich suche mir jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen Ort, wo überhaupt welche sind. Wir müssen unser Gehege aufbauen. Das bauen wir am besten in die Nähe von einem Spino. Hier vorne wäre doch schon einer für uns. Der hat allerdings nur Level 20. Deshalb werde ich mir von dem ablassen. So, hier haben wir doch einen Kandidaten gefunden. Der ist Level 130. Müssen wir uns kurz überlegen, wo wir das Ganze hinbauen. Wir müssen die Agro von ihm ziehen und ihn dann in unseren Käfig locken. Und das sollte dann schon möglichst nah an dem Spino dran sein, weil die Agro zu ziehen permanent ist ein bisschen schwierig bei den Viechern, weil die einfach immer alles angreifen. Denen ist scheißegal, ob du die vorher angegriffen hast. Die wollen töten. Wenn es du nicht bist, dann ist es jemand anderes. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, nochmal eben hier vorne einen Spino zu töten und werde das Ganze jetzt hier vorne aufbauen. Wenn ihr hier seid, passt auf jeden Fall immer auf, dass euch hier nichts angreifen kann. Hier vorne ist zum Beispiel ein Raptor. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt am besten mit einem Freund her. Also wir sind natürlich jetzt hier in der Hauptzone des Spinos und dementsprechend ist es hier gefährlich, dann auch das aufzubauen. Aber wir wollen ja jetzt einen Spino zähmen, also werde ich das trotzdem mal jetzt versuchen. Wir bauen das mal so auf, dass wir von hier reinkommen können und bauen dann 3 hier in die Breite und 5 in die Länge. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr fertig seid. Als nächstes ziehen wir jetzt erstmal die Wände rein. Und zwar bauen wir die Wände so, dass wir die hier hinten auf jeden Fall ranhauen. Also auf der Seite, wo der Spino nicht durchkommen soll. Später über eine Rampe bauen wir die komplett ans Ende. Auf der anderen Seite lassen wir einen Block hier frei. Das ist wichtig, damit wir die Rampen bauen können. Weil die brauchen ein Fundament in der Nähe. Und so, wie wir die bauen, würden die sonst nicht mehr connecten können. Also hier vorne rechts sieht man das ja einmal da freilassen, weil da kommen die Rampen hin. Da wird der Spino überlaufen. Als nächstes nehmen wir uns die Pillar und platzieren die immer hier zwischen den 2 Fundamenten. Und die kommen dann immer 3 Blöcke hoch. So sollte das dann erstmal aussehen. Und zu guter Letzt platzieren wir jetzt die Rampen. Und zwar an dieser Seite, wo wir eben noch die Fundamente freigelassen haben. Einfach hier oben ransetzen. Und dann sollte das so aussehen. Die sind jetzt hier unten nicht mit dem Boden verbunden. Das ist aber nicht schlimm, weil der Spino trotzdem darüber kommt. Fällt dann hier rein. Und von hier aus können wir ihn dann betäuben. Natürlich fliegen wir raus und locken ihn einfach nur rein mit dem Argentavis. Das zeige ich euch aber gleich, wenn es hell ist. So, es ist zwar noch nicht ganz wieder hell, aber wir nutzen mal kurz die Zeit. Und zwar, die Tutorials, die es sonst so auf YouTube gibt, die sind zumindest die Deutschen ein bisschen veraltet, weil die das auch noch mit Bärenfallen machen, so wie ich das auch gemacht habe. Aber seit dem TSC-Update ist der Spino extrem stark. Und hiermit habt ihr auf jeden Fall eine nahezu 100%ige Chance, dass ihr einen Spino locker zähmen könnt, ohne auch zu sterben oder so. Denn wer das Video gesehen hat mit den Bärenfallen, was ich auch gemacht habe, das ist Wahnsinn. Es dauert einfach unglaublich lange und hat auch extrem viel mit Glück zu tun. Aber hiermit schließen wir Glück einfach aus. Weil wir müssen jetzt nur Glück haben, dass wir ihn hier reingelockt bekommen. Das wird am längsten dauern an den ganzen Dingen und das war's. So, wir fangen jetzt aber einfach mal an. Es sollte jetzt hell genug sein. Leider macht YouTube die Videos da auch immer noch ein bisschen dunkler. Hier vor mir ist ein Level 140er. Den würde ich ganz gerne ziehen. Das dauert zwar ein bisschen, aber warum nicht? So, jetzt ziehen wir uns mal die Akku hier. Das ist das Problem, dass hier ganz viel Wasser ist und so. Und da immer wieder neue Sachen auftauchen, die er angreifen kann. Jetzt hat er schon zum Beispiel das Interesse komplett an uns verloren. Oder er backt einfach nur.
Oder auch nicht. So, wir ziehen uns jetzt mal ein Level 130er Weibchen hierher. Das Ding ist, über Land scheint es ganz gut zu gehen, die zu pullen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie es dann wieder im Wasser ist. Da verlieren die immer relativ schnell das Interesse leider. Und so auch hier, weil jetzt sehen wir es wieder, jetzt ist das Problem, dass dann eben die Fische da ins Spiel kommen. Die natürlich interessanter sind als ich jetzt. Das ist genau das, was ich meinte, dass die einfach, egal was da ist, angreifen. Die greifen einfach alles an. So, wir haben ihn jetzt doch noch nicht. Haben wir ihn jetzt raus? Kriegen wir ihn raus? Wir kriegen ihn raus. So, sehr schön. Müssen wir noch das Glück haben, dass wir ihn hier rumkriegen und dann hier reinbekommen in die Box. Jetzt ist er schon wieder im Wasser. Übrigens, Fun Fact, der Baryonyx ist hier unten, ne? Das sind Verwandte. Habe ich mir ein Video zu angeguckt. Man hat nämlich nur ganz wenig Skelettteile von einem Spinogorb gefunden. Und viele davon sind auch kaputt, die sind im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Man hat aber anhand des Baryonyx dann den restlichen Körperbau ermitteln können. Des Spinus. Das ist nicht ganz richtig. Der dürfte hier eigentlich gar nicht durchlaufen. So. Er ist drin. Nicht mal durch mich selber, sondern weil da ein Dino eben stand. Das Problem ist, ja, dass ihr das auf jeden Fall länger machen solltet, um ein, zwei Blöcke. Und eventuell hinten die Wand auf jeden Fall erhöhen solltet, um eine Reihe. Weil er war immer so schnell unterwegs, dass er komplett drüber gelaufen ist und sich durchgebackt hat. Ich baue das eben auch nochmal zu, vorsichtshalber. Also so kommt er auf jeden Fall nicht raus. Also, wir halten mal kurz fest, dass wir das auf jeden Fall ein, zwei Blöcke oder Fundamente länger machen sollten. Und ihr braucht auf jeden Fall, das war mein Fehler jetzt, einen schönen langen Weg, auf wo ihr ihn triggern könnt, damit er genau gerade reinläuft. Aber das Problem hatte ich nämlich, dass ich hier am Wasser war und dadurch kam er nicht rein. So, jetzt kommen wir aber mal zum Zähmen. Also, Flinte raus, nachladen. Und dann jetzt einfach nur noch draufhalten und hoffen, dass Ark auch mal die Treffer erkennt. Er will jetzt natürlich weg. Ihr müsst hier noch immer ein bisschen aufpassen, ne? Dass natürlich nichts passiert. Ja, ganz ruhig, hör mal. So, das war's. Da haben wir schon wieder den nächsten Spino, der hier auch Stress haben möchte. Also hier ist natürlich so ein Spot, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht von den anderen Spinos noch weggeklatscht wird. Aber das würde eigentlich ganz gut gehen. Pack jetzt mal das Kibbel hier rein. Und Narkosemittel. Ansonsten, was mir noch einfällt, jetzt wo ich ihn hier gerade sehe, die haben ja diese tolle Rückenflosse, Rückenkamm, wie auch immer man das nennen will. Und es ist so, dass die Rückenflosse bzw. der Kamm mit der Wirbelsäule verbunden ist. Das heißt, wenn so ein Spino umgefallen ist, dann war der tot. Bei Wirbelsäule im Arsch. Das nur mal dazu. Hab da eine kleine Doku zu gesehen. Auf jeden Fall sehr interessant. Was ihr natürlich auch machen könntet, wäre, dass ihr einfach statt der Pillar eben hier auch Wände nehmt. Dann habt ihr den großen Vorteil, dass wenn ihr ihn fertig gezähmt habt bzw. betäubt habt, ihr euch einfach damit reinstellen könnt. So ist das Ganze natürlich jetzt offen und wenn jetzt der Spino, der jetzt hier vor uns im Wasser ist, rauskommt, dann kann er da natürlich durchgreifen und mir Schaden machen. Das heißt, ich muss so ein bisschen aufpassen, dass ich hier sicher bin und den Spino dann auch sicher zähmen kann weiterhin. So, das Riesenvieh ist fertig gezähmt. Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier die Wände entfernen, damit wir einmal hinten rauskommen. Dazu reicht das einfach, wenn das 2 hoch bleibt. So, ich habe mal hinten die Wände entfernt, also jetzt komplett, weil irgendwie konnte ich sie nicht mehr aufheben. Ist ja für die PS4 und Xbox-Spieler ohnehin so. Da müsstet ihr euch einfach beim nächsten Mal neue Wände mitbringen, das ist ja kein Problem. So, der Spino ist jetzt auf jeden Fall auf Level 209. Ich habe den mit Argentavis Kibbel gezähmt. Und was kann man noch dazu sagen? Ich mache mittlerweile mit dem Spino immer meine ganzen Fleischfarmrunden, weil das Ding ist einfach heftig. Ich habe damit 3 Brontos auf einmal kaputt gemacht, also der ist einfach nur extrem stark meiner Meinung nach. Level 209 geht auf jeden Fall richtig klar. Und ich habe den jetzt YouTube-Kommentar genannt, das heißt, ihr könnt jetzt hier unter dem Video kommentieren, mit einem Namensvorschlag zum Beispiel, und dann würde ich den danach benennen. Das heißt, auf unserem Server und auch im Stream würde er dann mit dem jeweiligen Namen zu sehen sein, natürlich irgendwas angemessen ist, ne? Das ist klar. Ich werde den jetzt auf jeden Fall noch nach Hause bringen und damit dann demnächst meine weiteren Fleischfarmrunden machen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr gerne den Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.